Hallo zusammen, bevor jetzt noch mehr Wasser die Elbe runterfließt, die Spur irgendwann kalt ist, ein Stück weit tot ist, mein Erinnerungsvermögen womöglich getrübt, hier einmal der Versuch in einer Manöverkritik, eins meiner teuren Verlustspiele aus dem Endspurt der letzten 18er Rangliste im November aufzuarbeiten. Ja, es ist wohl dokumentiert, Livestream vom 28.11. Es war meine 28. Serie, also schon auf der Zielgeraden und es ist das 14. Spiel. Ich sitze in Hinterhand, Mittelhand passt und ich schaue in diese Karte und sage erstmal optimistisch 18. Das kann man ja als allererstes mal hinterfragen. Ist das eigentlich so eine gute Idee, in einem Format, was auf so eine lange Distanz angelegt ist, mit so einem Blatt überhaupt 18 zu sagen? Ich habe mich da hinterfragt und ich sage, die Entscheidung trage ich wieder. Das ist für mich völlig in Ordnung. So ein Blatt will und werde ich wahrscheinlich in meinem Leben immer wieder reizen, weil es einfach aus meiner Sicht zu viele gute Chancen gibt. Also ich sehe da von Haus aus irgendwo eine Gewinnerwartung von jedenfalls deutlich über 70%. Sonst wäre die Reizung ja Quatsch. Und man muss das Ding ja nicht bis zum Anschlag reizen, aber zumindest über 0 würde ich da immer rübergehen. Warum ist das so? Erstens, es gibt so viele Karten, die das Blatt deutlich stärker machen. Also 4 Buben und 3 Kreuzen ergänzen das Ding zu einem Fünftrümpfer Kreuz, der dann wirklich ausgezeichnete Siegchancen hat. Das Karo Ass kommt dazu, die Herz 10, die Karo 10. Also es gibt so ungefähr 10 Verstärkungskarten, die ich sofort sehe. Und wenn ich es dann für 18 bekomme, dann ist die Chance wirklich ausgezeichnet, eine davon zu finden. Aber selbst wenn, ich bekam das Spiel jetzt für 18 und fand zweimal Schrott, Herz 7 und 9, kann man ja nicht anders sagen, keine Verstärkung. Selbst wenn du eben so mies findest, dann ist damit das Spiel noch lange nicht verloren. Natürlich sind die Chancen jetzt nicht mehr ganz so rosig, nur die Aussichten. Und du musst jetzt schon eine unangenehme Entscheidung irgendwie mal treffen, was jetzt überhaupt gedrückt und gespielt wird. Aber ich gebe dem Ding immer noch eine gute 50-50-Chance. Ne? So ist es nicht, also kein Grund zur Panik. Was habe ich jetzt für Optionen? Man könnte ja auch auf die Idee kommen, drei Augen in Karo zu drücken und dann den Viertrümpfer Kreuz spielen. Ich würde sogar glauben, dass viele Spieler das machen. Ist jetzt nicht so mein Favorit, weil das einfach eine Drückung ist, die, sage ich jetzt mal, sehr auf einen wohlwollenden Spielverlauf angewiesen ist. Ne? Also da müssen die Gegner mir dann idealerweise schon ein-, zweimal Karo vorsetzen, dass ich die Vollen verstechen kann, in Karo auch noch vielleicht einen Vollen mitnehmen kann. Ja, wenn du in dem Ding jetzt immer erstmal eingespielt wirst, also Herz oder Pik auf den Tisch kommt, dann ist das gar nicht so gut, denn irgendwann fällt den Gegner natürlich auf, nach der zweiten oder dritten Trumpfrunde, dass du vielleicht in Trumpf ein echtes Problem hast. Dann wird da einmal hingelangt mit dem Bauern und dann fliegt dir das Ding aus der Kurve. Also natürlich kannst du das auch auf diese Variante oft genug mal gewinnen, aber es ist nicht das, was ich präferiere. Ich spiele dann lieber den Karo ohne 7 mit der starken Beikarte, denn da können die Gegner gut spielen, wie sie wollen. Wenn die Verteilung entsprechend ist, dann können sie das Spiel eben trotzdem nicht schlagen. So, dann ist die Frage, wie rum drücken wir ihn? Zwei Optionen sehe ich da, oder zwei Hauptmotive. Entweder hier 20 drücken. Könnt mich jetzt wieder fragen, ja, warum die Zehner und nicht die Asse? Ja, die Asse müssen sowieso laufen, sonst ist das Ding hinüber und manchmal hast du dann tatsächlich noch die Chance, obwohl irgendwas nicht funktioniert, dadurch, dass du das Spiel einfach ein bisschen verschleiert hast, deine Drückung verschleiert hast, dass sich der Verlauf zu deinen Gunsten entwickelt. Also in dem Fall ist es wahrscheinlich völlig egal, ob 20 oder irgendwie gemischt 21 oder 22 Augen, auf jeden Fall zwei volle wäre eine Option. Und dann ist der Plan, muss natürlich dann sein, in drei Stichen zu gewinnen, also mit den drei verbliebenen Vollen. Das Problem, wir bekommen ja hier nur ein Pflichtbild. Ne? Also in Herz, wo du zwei Luschen selber hast, muss natürlich, wenn das Ass läuft, auch die Dame fallen. Aber in Pik können zwei Luschen fallen und in Kreuz ist es sogar ziemlich wahrscheinlich, dass zwei Luschen fallen. Deswegen, das ist so eine Nuance, die hier schon den Unterschied macht. Wenn ich in Kreuz etwa die Lusche statt der Dame hätte, dann wären es schon zwei Pflichtbilder und dann würde ich wahrscheinlich auf diese beiden Vollen gehen. 20 runter, 3 Asse, 53, eine Dame hier, 59. Das heißt, dann langt es noch ein Bild in Pik zu erwischen oder eine blanke 10 oder zweimal einen König zu bekommen. Also dann gibt es einige Möglichkeiten, auch mit diesen drei Stichen ins Ziel zu kommen. Hier ist es nun aber die Kreuz-Dame dabei und da ist mir diese Chance dann einfach ein Tick zu dünn.
Da drücke ich dann, oder beziehungsweise so habe ich es getan, drücke ich dann hier lieber die 13 Augen und das setzt dann eben voraus, dass hier diese vier Vollen einfach laufen. Das heißt, ich brauche den Doppelläufer in Pik. Und die Ursprungschance auf diesen Doppelläufer liegt ja bei 40%. Also das ist die reine Mathematik hinter dieser Verteilung. Aber wenn nicht gereizt ist, dann ist das für mich ein Anzeichen oder ein Hinweis, dass einer dieser 40% Fälle durchaus gut möglich ist. Also von daher, ohne Reizung kommt der Doppelläufer nun mal häufiger, als wenn du durch die Reizung einen Hinweis darauf hast, dass die Karte womöglich ungleichmäßig verteilt ist. Ist natürlich trotzdem ein richtig gutes Gefühl, hast du eben nicht, weil es an sich keinen Plan B gibt. Und das sehen wir jetzt auch in dem Spiel. Ich decke mal auf, direkt die Gegenkarte, was passiert ist, damit ich da jetzt nicht so in dem verdeckten Blatt rumwühlen muss. Natürlich weißt du in dem Moment, wenn du Karo jetzt schon ansagst, du machst irgendeinem eine Freude. Ne? Einer muss mindestens 5 Trumpf dagegen haben und wacht erstmal auf. Aber das soll ja nicht dein Problem sein, denn normalerweise, du willst das Spiel ja eben trotzdem gewinnen. Einfach mit 3, 4 schnellen Stichen in der Beikarte und dann nützen dem die Trümpfe gar nichts. So, was können wir sehen? Das Blatt war jetzt für mich unglücklich verteilt, schon insofern, dass in Pik der Doppelläufer nicht sitzt, A, und B, dass tatsächlich insgesamt 2 weitere Bilder neben dem Herzpflichtbild tatsächlich blank stehen. Also ich hätte wirklich überall fast das Maximum bekommen in Kreuz. Der König blank kommt auch auf den Tisch, König 7. In Pik hätte ich ein Bild bekommen, was nicht bekannt war vorher, und in Herz hätte ich sogar den König bekommen. Also jetzt in dem Fall 2 volle gedrückt, wäre sofort ein leichter Sieg gewesen. So nehme ich jetzt natürlich erstmal raus auf 28 Augen. Ja, und es verbietet sich natürlich jetzt die Kreuz 9 direkt zu spielen, diese Wimmelfinte, wo ja nur noch die Lusche fehlt. Denn es sind ja gar nicht viele Volle im Spiel, die überhaupt geschmiert werden können. Und es ist ja die Gefahr viel zu groß, dass wenn jetzt Pik 2-2 steht, dass dann da einfach ein Pik abgeworfen wird. Und dann hast du dir das Spiel also selber mit Anlauf an die Wand gefahren. Das ist also keine Option, sondern jetzt einfach über die Dörfer und gucken, ob es in Pik funktioniert. 4, die 7. Und die Dame, 42 Augen. Die Dame sieht, naja, irgendwie schon nicht so gut aus. Ne? Bei einer gleichmäßigen Verteilung würdest du lieber erstmal 2 Luschen sehen. Natürlich ist es erstmal ein Bild, was du schon mal hast. Aber dann muss jetzt natürlich auch der König fallen. So, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, wie es im Originalverlauf war. Ich glaube, es wurde nur die Lusche gelegt. Der König blieb noch zurück. Natürlich wurde gestochen, bedauerlicherweise. Und jetzt hat der Spieler auch hier sofort den Herz-König gezogen. Ja, und das ist jetzt, wenn man so will, die letzte Chance für mich, hier irgendwie steuernd großartig einzugreifen. Ne? Natürlich sieht der König so ein bisschen aus, als könnte das genau diese Konstellation König 10, Lusche Dame sein. Denn warum sonst sollte der Spieler jetzt hier mehr Augen anbieten als nötig? Insofern könnte man ja auf die Idee kommen, hier als letzten Rettungsanker wirklich zu schnippeln. Das Problem, was ich gesehen habe und was natürlich auch logisch ist, es wird danach wohl nicht die Herz 10 auf den Tisch kommen, sondern der Spieler kann danach natürlich die Kreuz 8 spielen, Kreuz 8, Kreuz 9, und dann wird hinten einfach nochmal die Herz-Lusche abgeworfen. Das Ganze funktioniert also nicht, und selbst wenn die Kreuz 8 wieder erwartend bei dem Spieler sitzt, könnte dann einfach eine Übergabe in Trumpf gespielt werden. Und das muss man den Spielern wohl durchaus zutrauen, dass sie mir jetzt also nicht so leicht jetzt das Spiel noch gewinnen, indem ich dann 21 mache. Deswegen habe ich mich entschieden, lieber hier mit dem Ass rauf zu gehen. Es kann ja auch immer mal sein, dass plötzlich hinten irgendwie noch die 10 tatsächlich sitzt, dass die Dame vielleicht fällt und dann eben auf den Kreuzstich noch irgendwo der Pik-König gelegt wird oder so, oder die Herz 10. Also die Chance war mir dann auf diesem Wege, sahen mir die Aussichten noch ein bisschen besser aus. Natürlich ist das Spiel nach dem Abstich der 10 schon so gut wie verloren, aber okay, wir kämpfen halt bis zum Ende mit dem Stich jetzt auf 57 und jetzt eben am Ende nochmal die Wimmelfinte mit der Kreuz 9. Das Problem ist natürlich, der Spieler wird den Pik-König sehr, sehr selten legen, weil er damit ja noch einen Stich gegen die 8 hat. Selbst wenn er eben die Herz-Dame nicht gehabt hätte. Na, meine beste Chance war wohl wirklich noch, dass er die Herz-10 hat. Aber die hat er nicht. Er schmiert jetzt die Herz-Dame.
schmiert, wirft ab, wie auch immer. Ich kriege also noch einen Stich, was dann bittererweise genau auf 60 geführt hat. Und damit ist die Geschichte auch schon vorbei, Spiel verloren. Aber vielleicht kann man genau an dieser Stelle auch noch sehen, was ich dann auch in einem Kommentar gelesen habe von TJ. Unter dem Video könnt ihr mal schauen, ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Und der ist mir tatsächlich natürlich auch gekommen, wenn du so ein Spiel auf 60 verlierst. Was wäre denn, wenn du hier jetzt noch hättest ein Bild anbieten können? Ne? Wenn jetzt hier noch die Kreuz-Dame zusätzlich im Blatt gewesen wäre und stattdessen, was hätte ich stattdessen drücken sollen? Vielleicht einfach mal die Karo-Dame. 13 Augen sogar so gemischt. Kreuz 10 und Karo Dame, denn mit der Karo Dame kann ich natürlich tatsächlich im Spielverlauf auch in keiner Konstellation irgendwie was anfangen. Ne? Wenn eine zweite Trumpfrunde gespielt wird, vielleicht von den Gegnern sogar getrieben, dann verschleiert das vielleicht ein Stich länger meine Trumpfkürze, aber das hat wahrscheinlich auf den Ausgang gar keinen Einfluss. Also das wäre an sich genauso plausibel gewesen. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, deswegen kommt jetzt nicht immer sofort natürlich in den Kopf. Und die Konstellation, muss man ja auch sagen, schon sehr speziell, sehr selten. Bringt ja nur was, wenn halt der Kreuzkönig tatsächlich dann blank war, also oder gelegt wurde. König blank oder auf ein blankes Ausspiel der König gelegt wurde aus Mittelhand, das kann natürlich auch mal passieren, dass du, dann muss Pik voller gestochen werden, damit du überhaupt in so eine Situation kommst, wo das am Ende mal entscheidend ist. Und es ist natürlich auch ein Stück weit fraglich, die Kreuz-Dame ist natürlich als Finte deutlich weniger stark als die 9, muss man auch sagen. Da steht schon so ein bisschen drauf. Ja, und die 10 ist gedrückt. Aber im Nachhinein, das wäre noch eine kleine Chance gewesen. Vielleicht lässt der Spieler trotzdem die Herz-Dame fallen in der noch für ihn nicht ganz geklärten Situation. Und dann hätte ich das Ding noch auf 63 ziehen können. Also insofern schade, ärgert mich einerseits, dass ich da am Tisch nicht drauf gekommen bin und vor allen Dingen auch, dass ich es jetzt natürlich nicht mehr nachvollziehen kann, was wäre passiert? Hätte er jetzt auf die Kreuz-Dame auch die Herz-Dame gelegt? Ich habe mir das auf jeden Fall mal mitgenommen. Das werde ich im Hinterkopf behalten als kleine Verbesserung für den nächsten Versuch, wo ich dann mal mit einer, natürlich muss die Karte sehr ähnlich aussehen, mit einer ähnlich gearteten Karte wieder an den Start gehe. Ja, dann möchte ich zum Abschluss den Hut ziehen und mich herzlich bedanken für die großartige Unterstützung in den letzten Wochen. Also Jens Gelfahrt, Birk Zacharias, mit den beiden habe ich auch eine Runde gespielt, hat riesig Laune gemacht. Nico Lühmann, eine sehr großzügige Unterstützung. Und dann weitere neue und hoffentlich treue Patrons gewonnen. Wilton, Johan Petersen, Patrick Lösch und Andreas Urbanski. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass ihr mir hier so den Rücken frei haltet und dass ihr meine Arbeit auf diese Weise würdigt. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald mit der nächsten Analyse aus dem Bereich Rätsel. Und bis dahin, wie immer, gut Blatt.